Stürzig. Hi, danke Kalle. Nochmal, dass du nochmal für mich das übernimmst. Gerne, dafür bin ich da. Also, Kiva ist auch am Start. Ja. Oh. Ja, ich bin ja echt schon sehr lange im Arsch jetzt. Also es ist auch wichtig, dass du das richtig machst mit dem Bus, ne? Weil die Leute warten ja schon wieder seit Monaten darauf. Das ist ja auch nicht klar. Also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes so. Ich habe auf jeden Fall Zeit mitgebracht und Bock und ich freue mich drauf. Aber ein Lenkrad habe ich ja jetzt nicht hier, ne? Ja, vor allem, also was hast du da an? Das geht so nicht, schätze ich. Also die Mütze, das T-Shirt, was ist denn das? Also du bist jetzt, das ist jetzt hier kein, ich mache hier Cozy Games oder ich laufe durch ein Horrorhaus rum, sowas ist das nicht. Das ist Arbeit, das ist echte Arbeit, was du da jetzt machst. Ne? Ein blaues Helm, Krawatte, mindestens. Also sonst geht's nicht. Okay, warte. Also ich habe jetzt ein blaues Hemd, ist so dunkelblau und so eine schöne Rode. Ja. Passt das? Schön Karo? Super, ja. Alles gut? Ja. Gibt's noch was zu beachten? Wenn du da im Bus bist, ne, fährst du da deine Runde und an jeder Haltestelle, das Problem ist halt ein One-Man-Job, ne, oder One-Person-Job. Aha. Ne? Ich will ja nicht dein Gender assume jetzt. Ganz wichtig ist, dass du die Fahrkarten kontrollierst. Und wie mache ich? Ja, du okay. Du musst aufstehen und dann gehst du durch den Bus und dann sagst du, jo, zeig mal den Lappen her. Und meistens haben sie auch eine. Manche haben keine und dann kassierst du ab natürlich. Ja, Kalle, dann würde ich sagen, ich schau da mal rein. Du bleibst mal liegen, kuschelst dich in deinem Bettchen. Und wenn ich dich sehe, dass du Tarkov spielst. Ich habe gerade wirklich Tarkov gespielt. Okay, ich krieg das schon hin. Wir sehen uns dann. Ja, ich rufe dich an. Ja, willst du Kiva auch noch was sagen? Ich mag das Getränk, was du vertreibst. Ja, hat nicht so viel dazu zu sagen. Ich wünsche ich dir viel gute Besserung und ich gehe da jetzt mal rein. Ne? Ich schau mal, was der hat. Dann würde ich sagen, spiele ich mal. Jo, danke dir nochmal, ne? Gerne, ciao, ciao. Hallöchen, meine Damen und Herren. Ich bin sehr sterzig. Ja, ihr habt es gerade schon mitbekommen. Der liebe Kalle, der ist kranky. Ganz dolle kranky. Nee, aber Butter bei der Fische, ich glaube, der Mann hat sich einfach komplett überarbeitet, ne? Ich höre immer wieder, ich bin wirklich ehrlich, ich habe nicht wirklich die Bus-Simulator-Spiele bei ihm geschaut. Ja, jetzt seid ihr alle geschockt und völlig desaströs in den Boden gestampft, aber ich bin tatsächlich ziemlich blind. Kalle ist eine leere Hülle seiner selbst, der ist einfach komplett am Arsch, ja? Und deshalb retten wir ihm heute mal den Ass, wenn er schon sein Ass durch Corona verliert. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change. Nein von mir. Fuck it, Karo. Ein Nein von mir. Ein Nein. Viermal Nein. Kalle, werd gesund! Wir vermissen dich! Wir vermissen dich so sehr! Oh. Jetzt halt mal die Fresse! Ist okay. Komm, wenn, machen wir es dann schon richtig, oder? Scheiße, wie heißt unser Unternehmen? Kalles Gesundheits-Scam-Bus. Kalles Gesundheits-Fake-Bus-Linie. Kalles Gesundheits-Fake-Bus. Ach, guck mal, da ist er ja auch, der Kalle, ne? Benutze den Blinker, um Autos zu signalisieren, dass du... Vergiss es. Schöne rote Krawatte. Und das sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Man trägt ja so eine Krawatte, ne? Ich war ja auch mal Ja, ich würde tatsächlich gar nicht jetzt viel dran ändern. Ich bin sehr zufrieden damit, ja? Möchtest du das Tutorial spielen? Auf gar keinen Fall. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren... Ja, war auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das so laut zu machen. Okay, anscheinend, wir dürfen jetzt hier irgendeine Route auswählen. Astra Promen. Nachtfahrt, ne? Ich drücke jetzt einfach Fahrt starten. Also es kann ja nicht sein, dass ich hier erstmal 10 Jahre irgendwas einstellen muss, bevor es hier losgeht. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Info für euch wäre, aber ich habe keinen Führerschein. Ich glaube, dass da vorne ist unsere Route, aber wir haben auch noch gar keine Gäste, ne? Ich glaube, ich bin bereit. Möge der Gott des Kalles mir Glück bringen. Fahren wir mal los. Da vorne ist unsere erste Haltestelle. Nächster Halt. Promenade. Ei, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte die eigentlich umfahren. So, dann halten wir jetzt mal hier vorne an. Ah, oh, ist das kalt heute Abend. Noch eine Fahrkarte. Fahrkarte. Student 1. Ja, und jetzt? Ja, was denn nun? Hat er mir jetzt Geld gegeben? Ach, er will ein Wochenticket. Woche Student 1. Okay, perfekt. War's das? Dann machen wir mal zu. Okay, jetzt frage ich mal die beiden, die eingestiegen sind, ob sie eine Fahrkarte haben. Oh nein, ich hab sie vergessen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hä, hatte er nicht eben... Er hatte doch eben keine Fahrkarte, oder nicht? Warum hat er jetzt eine Fahrkarte? Gut,
alle einsteigen, festhalten. Ich habe keinen Führerschein, ne? Aber viel Spaß bei der Fahrt. Ja, gerade so die Bremsen bekommen. Dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Was? In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Oh, jemand hat gedrückt. Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Halt die Fresse, ich bremse nie. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Oh, Hallöchen. Wow, perfekt geparkt. Dankeschön, mein Lieber. So, meine junge Dame. Also ohne Fahrkarte können Sie hier schon mal nicht rein. Ich glaube, ich nehme gleich da oben diesen dreckigen Scheißhammer und da. Hier, bitte. Na, dann seid ihr alle nochmal mit dem Leben davon gekommen. Ach, ich liebe meinen Job. So. Warum haben sie mich nicht aussteigen lassen? Digga, steig aus, wenn du an der Haltestelle bist. Denkst du, das ist hier ein Spaßverein, du Arschgeige? Sorry, ich werde mal emotional, wenn ich sowas sehe. Diese paar Meter kann ja auch wirklich gehen. Ein Rad hat den Randstein berührt. Ja, gibt wirklich Pizza. Ja, komm mal rein hier. Oh, das hat sie gemeint. Oh, eine Wochenticket, Senior. Danke. 72 Tacken, Alter. Was möchten Sie? Einzelstandard 1. So, Überraschungskontrolleur! Klar. Schade, vielleicht hat er ja keine. Augenblick. Hier, bitte. Ja, danke. Wir verdienen tatsächlich gar nicht mal so viel, aber wir werden jetzt mal schön hier aus dieser Parklücke raus. Fahren wir mal die nächste Strecke ab. Zur nächsten Dings. Also, können wir mal ganz kurz festhalten, der arme Kalle hat dieses Spiel bis zum Kotzen gespielt. Bis zum dreckigen Kotzen. Ich frage mich nur, wann das erste Mal Mouncy kommt. Mouncy habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal gehört. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Warum unterhaltet ihr euch die ganze Zeit über Dreckserien? Schönen guten Abend. Ihre Fahrkarten bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. Halt die Fresse, ich will nichts von Stefan hören. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Tims Geburtstag gestern Abend. Ach, ich hätte da nicht bleiben sollen. Du hast zu viel Wechselgeld rausgegeben. Kann ich nicht einfach hinterherrennen und sagen, hey, ich habe ihnen aus Versehen zu viel gegeben? Es gibt jetzt auch wirklich Leute, die das spielen? Also ich will jetzt eure Welt nicht zerstören, aber ich glaube nicht, dass Kalle zu Hause sitzt und sagt, hey, heute ein bisschen Bus-Simulator zocken, während ich Corona habe. So, ich glaube, das ist jetzt dann die letzte. Nur ein Rad hat den Randstein berührt. Aber ist doch egal. Ich bin bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ich habe auch das Gefühl, die stehen so direkt neben meiner Fahrerkabine, direkt an meinem Ohr so. Die letzte Folge Winter der Leidenschaft war sick, aber die Ziege am Ende wäre scheiße jetzt gewesen am Ende dann doch irgendwie. Dann lasse ich euch mal raus, meine Lieben. Okay, dass Sie so pünktlich sind. Warte mal, fahre ich jetzt denselben Weg zurück? Nächster Halt, Südspeicher. Wie ist denn das jetzt, wenn ich einen Unfall baue? Bekomme ich dann Minusgeld? Oder wie ist das? Wenn ich jetzt volle Kanne frontal auf einen PKW fahre, ist das dann schlimm? Oh. Was? 2004 Euro? What? Warum? Was? Oh mein Gott, warum? Ich verliere die ganze Zeit Geld. Ja, okay, es ist ja fast unmöglich, dann irgendwie jetzt Geld zu machen den Abend noch. Gerne. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Was ist dieses Winter der Leidenschaft? Und haben Sie eine Fahrkarte? Klar. Ja, besser ist es. Na klar. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Mounts? Mounts? Haben wir das auch abgehakt? Einmal Mouncy ist keinmal Mouncy. Abfahrt! Ja, also das Ding ist... Man wird dann komplett in den Boden gestampft, wenn man einmal irgendwo gegenfährt. Also wir haben gerade 2000 Euro verloren wegen einem Crash und dann irgendwie 800 wegen einem kleinen. Das nenne ich gut. Perfektes Timing, perfekte Halteposition. Öffnen. Servus, meine Lieben. Was kann Tschüss. Ich für Sie tun? Wiedersehen. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Eine Woche, Student, Anzahl 2. Na klar, so. Haben Sie eine schöne Fahrt, meine Dame? Eine schöne Fahrt, meine Dame? Ich habe nur eine kleine Info für Sie. Fahrkartenkontrolle! Sie haben meine Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Habe ich Ihnen schon gezeigt? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier sind ja so selten Leute dabei, die keine Fahrkarte haben. Das ist ein bisschen traurig. Ich würde den gern komplett die Ehre nehmen. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass uns sowas tun würde. 1000 Euro Damage wegen einem kleinen Auffahrunfall, weil der nicht richtig steht hier. Nicht, weil ich zu schnell war, aber zusammengefasst, um mal ganz kurz ein kleines Fazit zu ziehen. Die ganzen Leute gucken 24/7 Winter der Leidenschaft. Jeder kleine Auffahrunfall kostet direkt Tausende von Euro. Ich bin raus! Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Das war elegant. Sehr pünktlich, danke. Das ist ja wirklich permanent dasselbe, ne? Können wir ganz kurz unsere Finanzen checken? Ach du Scheiße! Wir haben schon 10.000 Euro Kollisionen gemacht? Ah.
Fahrkartenkontrolle, ihr Arschgeigen! Hier, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Klar. Na klar. Na klar. Ja, anscheinend gibt's gefühlt nie Schwarzfahrer, leider. Naja, ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Murmeln, 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 murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Jetzt hört da irgendein Passagier Musik, der andere murmel, 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 murmel. Irgendwann hört das gar nicht mehr an wie ein Wort. Ab in den Gegenverkehr! Oh, schöne Säule hier. Bisschen driften, links, rechts. Wie ist das? Oh, weia. 2.100 Euro Gebühren, Mensch. Das ist ja blöd. Nächster Halt, Astra Promenade. Endstation. So, wer von euch Kacklappen hat jetzt Musik gehört, hä? Leute, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Das ist mein Job. Kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Auf gar keinen Fall. Weißt du, ich mach mir jetzt hier einen Entspannten und ihr labert einfach dumme Scheiße. Ich ruf mal den Kalle an. Ist ja Ende meiner Schicht, ne? Hey, Kalle. Ich hab jetzt tatsächlich meinen ersten Arbeitstag hinter mir. Also, was hat... Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ja, der eine sagt gerade, Tims Geburtstag, da hätte ich nicht bleiben sollen. Naja, also worüber die Leute ja richtig viel reden, ist ja Winter der Leidenschaft. Ich wollte dich mal fragen, was es damit auf sich hat. Das ist so eine Serie, gibt's aber auch ein Buch zu. Eine Liebesgeschichte, sehr romantisch. Da geht's einfach um eine richtig krasse Inzest-Scheiße und zwei Geschwister lieben sich über alles. Okay, ja, darüber wurde heute ganz viel geredet, muss ich sagen. Ja, also grundlegend kann ich ja mal die Statistik aufrufen. Also ich kann dir mal kurz zeigen. Stehen hier alle noch und wollen raus, aber der eine hat laut Musik gehört, deshalb habe ich gesagt, die leiden jetzt noch ein bisschen. Generell kann ich dir mal zeigen, lief es eigentlich ganz gut. Naja, ich... Tonne heißt, oder? Ich bin halt ab und zu mal, bin ich irgendwo gegen mal. Eins, zweimal vielleicht maximal. Du bist gefeuert. Jetzt lass mich in Ruhe, ich muss jetzt hier durch die Dinge tun. Guck hier, siehst du, ich kann gerade nicht. Also, oh, hier wird geschossen. Ich muss auflegen. Also, danke nochmal fürs Einspringen, aber es war scheiße. Tschüss, ne? Ciao. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach noch ein bisschen Amok. Würde ich sagen, wir fahren einfach noch ein bisschen durch die Gegend und treiben Kalle weiter in den Ruinen, ne? Den will ich umfahren. Du hast einen Fußgänger angefahren. Das habe ich bemerkt, ja. Wärt ihr mal ruhig sitzen geblieben, ihr Arschlöcher. So, sehen Kalle. Sie auf die Straße! 2000 minus! Psst, das Geld geht raus! Oh, der da vorne. Der kriegt jetzt frontal einen Bus in die Fresse. 2100, sehr schön. Jetzt fahren wir schön hier um die Kurve. 1700. Oh, da sind aber viele Autos da vorne. Oh, ein schöner Van. Komm, komm, komm. In die Seite. Oh, 2094. Du meine Güte. Oh, liegt der Van etwa auf der Seite? Na, dann würde ich da tatsächlich nochmal mit voller Schmackes ran. Hier muss ich raus. Halt die Fresse! So, schön den Gang in sechsten. So, Kalle, treiben wir dich mal in den Ruin. Haltet euch nicht fest! Eieiei. Fußgänger angefahren. Minus 20.000 Euro. Gut. 12.000 Euro Schulden. Ich glaube, damit kann Kalle nichts mehr anfangen. Ich habe gerade sein Busunternehmen getötet und eine Bitte habe ich noch an euch. Bitte hört Kalle auf zu nerven, dass ihr Bussimulator wollt. Das hier ist jetzt kein Video, dass ich jetzt Bussimulator übernehme oder keine Ahnung was. Ist auch kein Video, dass Kalle jetzt plötzlich wieder Bussimulator spielt. Kalles Gesundheits-Fake-Bus heißt nicht umsonst Kalles Gesundheits-Fake-Bus. Das alles hier war nur ein reiner Fiebertraum. Gute Besserung an Kalle. Und ich würde eine Sache sagen. Schreibt mal bitte alle in die Kommentare, was ihr Kalle empfehlen würdet, was ihr machen würdet, wenn ihr krank wärt, was er jetzt tun soll, weil er ist ja krank. Schreibt ihm einfach mal in die Kommentare, was er tun kann, um wieder gesund zu werden. So, das ist meine Bitte an euch. Liebe Grüße an alle da draußen und vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute da zu sein. Ich liebe euch.